Viewer discretion is advised. Hello. Yeah, brother. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR und wir haben heute ein kleines Weihnachtsspecial für diese Folge von GTA 5 LSPDFR, denn morgen ist es soweit. Es ist Heiligabend, es ist Weihnachten 2016 und daher gibt es einen Tag davor, wenn die Dame sich ausgequatscht hat. Ja, gibt es ein kleines Weihnachtsspecial zu GTA 5 LSPDFR und wir haben ein paar Neuerungen für dieses Special. Und zum einen seht ihr es hier schon, nämlich neue Uniformen für unsere Stadtpolizisten. Die gibt es einmal hier mit neuem, ja, mit neuer Weste, neuen Pullover. Und für die, die die Innendienst haben, gibt es ja ein schönes Hemd mit Abzeichen. Guck nicht so blöde. Guck auf deine Liste. Die ist eh schwarz. Wer Dienst hat. Guck mal hier. Hast sogar einen kleinen Fehler drin. Ist nicht so schlimm. Ja, das sind die neuen Uniformen. Sehen richtig schnieke aus von den Leuten von Top Mods. Der Waffengürtel ist auch richtig geil. Schön mit Handschellen hier vorne. Pfefferspray, natürlich unsere Waffe. Und unserem, ja, Walkie-Talkie. Ja. Schuss- und stichsichere Weste mit Polizeilogo hinten und vorne drauf. Und wie gesagt, schöne, ja, Winterboots gibt es auch dazu. Wir haben die Wintervariante mit einem schönen Pulli drunter. Man kann die ganze Variante auch ohne die Weste spielen. Ja, und dann gibt es zum anderen auch, wie gesagt, diese Hemdversion. Deswegen sind wir ja noch. Deswegen sind wir ja auch noch im Polizeirevier, damit ich euch das mal zeigen kann. Aber im Moment gibt es leider hier keine anderen. Doch hier. Da sehen wir die Version ohne Weste. Mahlzeit, Mahlzeit. Also die Skins für diese Uniformen sind mal richtig schick gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja, die Sheriff-Uniform habe ich auch ausgetauscht. Gegen die neue, ja, gegen die Uniform, die wir hier als Stadtpolizisten vorher hatten. Ich würde sowieso sagen, wir machen hier Hälfte, Hälfte. Heute spielen wir erstmal in der Stadt und dann werden wir mal auf dem Land wechseln. Ja, aber das war noch nicht alles Erneuerung. Ihr seht, es ist düster, es ist kalt und es ist, wow, es ist weiß. Ja, ich habe endlich mal die Schneemod eingefügt, damit das Ganze etwas realistischer aussieht für Weihnachten. Es hat also hier geschneit in Los Santos. Überall seht ihr Schnee, wir sehen sogar die Fußabdrücke. Ja, und während wir hier langlaufen, sehen wir auch noch eine weite Neuerung. Einen neuen Streifenwagen der Marke VW Passat. Das ist das gute Stück, mit dem werden wir heute auf Streife fahren. Zumindest solange wir hier in der Stadt sind. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ich kann mich ja mal reinsetzen und die Beleuchtung anmachen. So, so sieht das gute Stück aus mit Beleuchtung. Mit dem werden wir heute auf Streife fahren, auch von den Leuten von Top Mods. Übrigens, unter dem Video findet ihr einen Link zu deren Seite. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. So, genug gequatscht, würde ich sagen. Wir starten unser kleines Weihnachtsspecial von GTA 5 LSPDFR. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, eingeschaltet habt. Und ja, wir starten unsere Streifenschicht. Und du armer Kollege, musst hier im Hemd draußen stehen. Wäre mir ehrlich gesagt zu kalt. Ja, wir werden hier ein bisschen für Ordnung sorgen, natürlich wieder einmal. Und wir werden heute auch, das ist nämlich ein Auftrag, den wir erhalten haben, ja, eine kleine Razzia machen in unserem lieben Viertel. Und da würde ich sagen, wir gucken uns erstmal hier den grünen Punkt an. Kann nur ein Betrunkener eigentlich sein. Ja, und es ist auch wieder ein Polizist. Alter Falter. Feierabend und schon gesoffen. Eieieiei. So, kann man den anhalten? LSPD!
Der lässt sich natürlich nicht anhalten. Ich weiß nicht, warum man Polizisten nicht anhalten kann. Gut, der hat ein kleines Foto gemacht. Ja. So, stehen bleiben, Polizei. Stehen bleiben, komm mal. Runter auf die Knie. Wir haben es gesehen, dass sie ein Foto gemacht haben. Komm mal, ab in den Schnee. So, kommen wir gleich. Ach, unser Suffkopf ist auch gleich dabei, um ihn sicherzustellen. So, sie sind vorläufig festgenommen. Wegen der Verletzung am Recht des Bildes. Dispatch bräuchte bitte einen Transport an meine Stelle. Ja, Suffkopf, kannst weiterlaufen. So. Dann werden wir auf den Transport warten. Setzen wir unseren Einsatzpunkt, da müssen wir hin. Dann würde ich sagen, wir haben es jetzt sowieso um 23.21 Uhr. Da erwartet sowieso keiner eine Razzia. Und dann werden wir mal in die Ganggegend fahren auf die bekannte Straße von San Andreas, Grove Street. Und werden da meine Razzia durchführen und die Leute mal überprüfen. In der Hoffnung, dass das alles heute so friedlich bleibt. Ja, so. Den haben wir erstmal sichergestellt. Alles weitere wird auf dem Revier geklärt. Resetten, das war eine Lösung. Super. So, dann würde ich sagen, wir düsen mal ganz schnell hin. Denn wir haben heute viel zu erleben, viel zu machen, denke ich mal. Wird heute, wie gesagt, als kleines Weihnachtsspecial auch länger gehen als die normalen Folgen. Da haben wir ja so zwischen 20, 25 Minuten, ne? Wird heute also etwas, ja, länger gehen, definitiv. So. Wir düsen mal hier hin. Zack. Der Schnee sieht auch richtig hammer aus, richtig düster. Vorsichtig. So, also unser erster Einsatz. Boah. Rutschig. Es ist rutschig heute. Wie kommt man noch bloß da drauf? Ja. So. Wir sind im Einsatzgebiet. So, und da stehen sie schon alle hier herum. So. Die freuen sich natürlich. Auch, weiß gar nicht, wo ist hier ein Einsatzhubschrauber? Wir haben auch keinen bestellt. So. Dann fangen wir mal an mit unserer kleinen Razzia hier. Dann natürlich hier die ordentliche Waffenwahl haben, falls es hier eskaliert. So. Polizei, schönen guten Abend. Eine kleine Razzia, allgemeine Personenkontrolle. Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis, bitte. Jay Daddy. Who is your daddy? Jay is your daddy. So. Okay, er hatte keine gültige Lizenz, aber es liegt gegen ihn nichts vor. Oh ja, 1990. Naja, sie sind ja noch ganz schön jung. So. Ja, ja. Eher ein Ausweis lieber, statt irgendwelche Beleidigungen zu sagen. Andrew McSlip. Auch zu dem Namen sage ich jetzt nichts. Okay, auch der ist sauber. So, dann kriegen Sie eine Warnung. Ach, er kriegt, what the fuck? Hier eskaliert es gerade. Schusswaffen gezogen. Oh, hier rüber, oh, rüber. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Oh, weia. Wir brauchen hier unbedingt Einheiten. Das ist das Gefährliche in der Curve Street. Ich weiß nicht, warum der Kollege geschossen hat. Wir sind hier echt ein. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ja. Ja, war klar. Wir sind am Arsch, sage ich doch. Was zieht der Kollege auch eine Schusswaffe plötzlich? Also er hat sie ja vorher schon gehabt, aber warum hat er plötzlich geschossen? Natürlich werden wir hier jetzt nicht mit extravaganter Gewalt hier hingehen. So. Aussteigen. So, hier haben wir vier Kandidaten. Auch Alkohol. Oh, ja. Haben wir wenigstens eine Tüte dabei? Ja, wenigstens eine Tüte, damit es nicht auffällt. So, schönen guten Tag, Polizei. Einmal Ihren Ausweis, bitte. So, der da drüben zuerst, okay. Drake Avante. Okay, gegen ihn liegt nichts vor. This was a warning.
So, dann hätte ich gerne mal von Ihnen den Ausweis gesehen. Die haben alle extravagante Namen. Oski Chivelli. Warum auch immer. Oh, 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 da haben wir doch was. Der wird gesucht per Haftbefehl. So, da werden wir sie natürlich festnehmen. So, das ist natürlich... So, Panik, dann hätte ich mal gern von Ihnen noch den Ausweis. Darren Pollard. So, auch der ist sauber. Wir wollen natürlich hier nur eine Razzia machen, wo wir die Leute überprüfen. So, dann hätte ich noch gern von Ihnen den Ausweis. 1960, so sah der aber gar nicht aus. Lucia. Wie eine Frau sieht er auch nicht aus. Fields. Okay. Dispatch, bräuchte einmal einen Transport, bitte. So, ich spreche natürlich Warnung aus hier. So, da kommt auch schon der Transport. Oh, und hier gibt es einen Hund. Hi Jungs. So. Ich hätte gerne mal deinen Ausweis gesehen. Diovis Garcia. Extravagante Namen haben die hier. Okay, der ist sauber. Es gibt da eine Warnung. So, dann dein Ausweis mal, ja, mein Freundchen. So. Bill Reason. Auch der wird von der Polizei gesucht. Da haben wir schon den zweiten, der per Haftbefehl gesucht wird. So, ganz nett hier verhaften. So, mein Freund. Du bist vorläufig festgenommen, weil du per... Oh mein Gott. Oh, 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 oh. What the fuck? Warum? Warum? Lasst mich da in Ruhe. Ich brauche Einheiten hier. Jetzt haben wir keinen Panik-Button hier. Ach du Scheiße. So, meine Freunde, ihr könnt mich mal... Übrigens können wir hier einen Transport anfordern. Einer ist hier verhaftet. Zack. Du weichst aus oder was? Come on. Ich brauche meine Waffe. Das ist egal, ja. Wow. Und wieder von hinten. Eieieiei. Ich weiß nicht, wo die Kollegen bleiben. Rückendeckung ist... Kannst du... Nee. Das kannst du knicken. So, und da sind wir schon wieder zurück. Ich habe schnell einen Partner geholt und mal die Uniform gewechselt. Da seht ihr mal das Ganze ohne Weste. So sieht der Pulli ohne Weste aus. Ihr habt ja schon das Hemd gesehen ohne Weste. Ja, und der Kollege trägt natürlich eine Weste. Ich bin lebensmüde. Ich brauche keine Schuss- und stichsichere Weste. Ja, wir setzen unsere Streifenfahrt fort. Natürlich mit unserem Passat. So, und schauen wir mal, was uns hier noch so Schönes erwartet heute. Eine gesuchte Person, das nehmen wir mal an. So. Männlich. Name McDonough Waske. Okay. Gewalt gegen einen Officer, so wie ich das jetzt richtig gelesen habe. So, das Suchgebiet ist hier vorne, aber er führt uns schon woanders hin. Scheint ein Code 2 Einsatz zu sein. So, es schneit in Los Santos, Ladies and Gentlemen. So. Dispatch, I'm on scene moving to make the west. Okay, er ist auf der Flucht. Okay, er versucht, der Kollege will schon hinterher. So, was ist denn hier los? Come on, Hände hoch, Polizei. Polizei, stehen bleiben. Oh, 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 oh.
Wir sollten mal auf ganz schnell auf These umsteigen. Wir haben viele rote Punkte. Polizei. Runter. Polizei, Hände hoch. Eieieiei, Hände hoch, come on. Auch du wirst festgenommen. Was willst du denn? Hände hoch, Polizei. Was ist denn hier los? Runter. So, die zwei Herrschaften waren auch dabei. Polizei, runter. Ihr kommt mir hier nicht, das kannst du knicken. Wir haben, glaube ich, noch einen roten Punkt. So, versuchen wir natürlich alle festzunehmen. Runter, Polizei. Angriff an einen Polizisten. Ja, man ist ja im richtigen Viertel gelandet. Die wollten ihn wahrscheinlich beschützen. Die hängen wahrscheinlich alle zusammen. Da kommt noch einer, sage ich doch. Ja, schlag mich noch. Come on, gib mir schmutzige Tiernamen. Und LSPD werde mich ärgern. So. Ja, super. Wir sind außer Gefecht. Es ist heute ein schwerer Dienst. So, wir haben den nächsten Einsatz. Stiller Alarm wurde gemeldet, also wahrscheinlich ein Einbruch. Da fahren wir natürlich sofort hin. Erstmal mit Blaulicht und Sirene, danach machen wir das aus. Ansonsten waren die Einbrecher ja gewarnt davor. So. Meter noch. Vorsicht! Dumm. Ja, ja. So, 400 Meter noch. Wir machen jetzt alles aus, sonst werden die ja gewarnt. Remember the suspect does not yet know that the police have been called. Ja, das ist klar. Deswegen haben wir ja die Sirene jetzt ausgemacht. So. Im sozial armeren Viertel ist relativ untypisch ein Einbruch. Weil das ist ja noch doch hoch in der Klasse. Investigate the area. Hier steht ein Auto. Stellen unser Auto mal hier so einfach ab. Investigate the area. Da kommen wir gar nicht rein. Hier können wir rein. Kann ja nur hier irgendwo sein. So, wir schauen mal hier ringsherum. Silent Alarm, eine miese Katze. Sometimes the cause of false alarms post end if you have finished investigated. Ja, ja. Aber wir sind ja gerade beim ersten Gebäude. Und es sieht wirklich so aus, als war es wieder ein Prank Call. Oh, hier ist jemand. Okay. Die haben aber damit nichts zu tun. Schade, dass es uns nicht genau angezeigt hat, wo der Alarm ausgelöst worden ist. Kann nur hier vorne irgendwo sein. Kann auch nur dieses Gebäude eigentlich sein, denke ich mal. Aber hier ist nichts. Kann man auch nicht rein oder so. Daher gehen wir davon aus, dass es ein, ja, Fehlalarm war. Prank Call kann es nicht sein, weil ein Alarm wurde ja ausgelöst. So sollte man das vielleicht sagen. Gut. Dann sind wir hier wirklich am Ende. Und setzen unsere Streife quasi weiter. Wir können höchstens nochmal das Auto hier überprüfen. Das parkt hier schon auffällig. Und ich habe einen Schneeball aufgenommen. Boom. Macht Spaß. Citizens report. Assistance required in Puerto del Sol. Okay. Liegt nichts gegen diesem Auto vor. Hat einen Schneeball abgekriegt. Damit sind wir jetzt hier wirklich fertig. So, Kollege, steig ein. So. Security hat um Hilfe geboten. Gerufen. Gebeten. Bietet uns Hilfe an. Nein, wir bieten unsere Hilfe an.
Er weiß, was er hat. Q2 Einsatz. Jawohl. Da kam unsere Bestätigung. So. Müssen wir kurz mal über die Kreuzung rüberkommen. Da machen wir das ganz kurz an. So, mal gucken, was die Security hat. Schon wieder präsent, okay. Ist doch aber... Ah, da stehen sie, okay. Kommt dementsprechend auch hoch. So, wir sind an der Metro-Station angekommen. Liegt eine Weste, okay. Ja, dann, meinen sie doch nicht hier. Enter the Metro Station. Ah, alles klar, wir müssen runter. Hey. Oh, entschuldigen Sie bitte, hier wird nicht geraucht. So. Metro Station, ne? Aber ja, was gibt's denn? Da steht schon eine Security. Weiß aber nicht, ob die das ist. Ich denke mal schon. So, schönen guten Tag. Polizei, Sie haben uns gerufen. Interact with a nearby subject. Speak with the subject. Thank you, officer. I know you are guys or blah blah blah. Advance. Call it in. Was? Okay, Beleidigung gegen den Mitarbeiter. Okay, und sie, ja, arbeiten mit uns natürlich zusammen. Und das ist ja einer, der hier die Leute angepöbelt hat. Was haben wir denn? Holy crap. Na klar. I have nothing to say to you, officer, unless you can call me a taxi or something. I should add some ticket guy. Everything got a little out of hand. No harm done right. Okay, er hat auch nichts weiter uns zu sagen. Dann werden wir mal nach einem Ausweis fragen. So, Vian. Ach du Scheiße. Mayburg. Schauen wir mal, ob... Oh, es liegt tatsächlich was vor. Sie sind natürlich damit dann festgenommen. Ich möchte ihn festnehmen. So. Stop it. Right now. Sie werden gesucht. Sie sind vorläufig festgenommen. So. Und damit haben wir es eigentlich. Bitte einmal folgen. Sie kommen natürlich mit nach oben. Sie bleiben hier nicht weiter. So, Dispatch. Wenn wir oben angekommen sind. Haha. bräuchte einen Transport bitte an meine Stelle. So, sie können auf die Knie. Ach nein, ihr Taxi ist schon da. So, und damit sind wir Code 4. So, rein ins warme Auto. Es schneit immer noch wie die Hölle hier. Eieieiei. So, wir haben einen, ja, Juwelenladenüberfall. Da müssen wir natürlich sofort hin. Eieiei, heute geht's wieder ab hier. So. Excuse me. So, ich bin gespannt, was uns erwartet. Den Einsatz hatten wir schon mal, aber ist schon länger her. Und sich lange keiner mal getraut, einen Juwelladen zu überfallen. Auf jeden Fall wird es bestimmt einen schönen Schusswechsel geben. Achtung, Polizei im Einsatz, Polizei immer noch im Einsatz. So, wir sind fast da. Ja, ihr seid zu. Vorsicht. So, bräuchte weitere Einheiten. So. Okay, es fallen schon Schüsse. Victor
So, die Verstärkung tritt ein. Police Officer down, Police Officer down. Jetzt schnappt ihn euch doch mal. Mit einem Sniper steht er im Laden. Wie hält denn der aus? Die Kasse ist im Arsch. Oh, Kollegen brauchen Munition. Wieso erschießt du hier die Angestellte? Damit habe ich nichts zu tun. Okay, einer konnte entkommen. Hier sind wir soweit fertig. Luftunterstützung sofort anfordern. Weg da. Komm schon, Kollege. So. Die Luftunterstützung hat den Fahrer. Wow. Wow, was ist denn hier passiert? Auto versunken. Halleluja. Yes, of course. That's I am. Mit was willst denn du fliehen? What the fuck? Damit macht man Tunnel. Damit klebt man den Tunnel aus. Stehen bleiben. So. Ah, so eine Verfolgung. So, bis zum Gerät hat man noch lange, ne? Willst du hier einsteigen oder willst du was jetzt hier? Hallo, Kollege. Ach, dann bleib doch hier. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Polizei. Was bist du? Was? Oh mein Gott. Damit, ja, damit kriegt man wirklich Tunnel aus. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Wie sollen wir die Karre hier wieder wegkriegen? Oh mein Gott. Was hat er sich dabei gedacht, mit dem Fahrzeug fliehen zu wollen? Alter Falter. So, ganz schnell hier mal repariert, dass wir die Karre wieder wegkriegen, ja? Es ist dann ja ernst, mit seinem Auto fliehen zu wollen. So. Einmal jetzt hier ein, der dieses Höllengerät hier wegholt. So, mein Partner ist bisher gerannt. Eieieiei. Ja, Hupe geht, na? So. We have a jailbreak. Okay, wir sind auf dem Weg. Der ist hier an der Kreuzung. Mach die Türe zu, dann zieht sie so dolle im Winter. So. Auf dem Weg zum Jailbreak. Jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag heute. Keine ruhige Weihnachtsnacht. So, wir folgen mal hier die... Oh Gott, es wird geschossen. Es wird geschossen, warum auch immer. Wir sind in der Verfolgung. Ja, der hier. Ah, der hat den Gefangenentransport gekapert. Ja, war klar. Na, zieh doch mal die Waffe. Polizei, kann man aussteigen. Das war der letzte Warnschuss. Jawohl, da ist der Gefangene. Konnte wahrscheinlich... Ja. Die Sicherheitsbeamten überwältigen. Hier liegt einer verletzt drin. Ne? Ich weiß nicht, ob der noch zu retten ist. Wir rufen erstmal EMS schnell. Gib mich auf, Kollege. So, dich nehmen wir fest, mein Freund. Dispatch, bräuchte bitte einen Transport für den Gefangenen, also wieder zurück in den Knast kommt. John Ramirez. Ja, und LSPDFR will mal wieder abstürzen. So, Ladies and Gentlemen, wir sind gerade angekommen. Machen wir heute jetzt einen kleinen, ja, Gebietswechsel. Oh, unser Auto ist schon da. Sehr schön. Wir ändern jetzt nicht erst die Uniform, die lassen wir jetzt so, aber unseren Schreibenwagen. So. So sieht das gute Stück aus. Da auch Sirene? Ja, hat da. Sehr schön. So, ich werde mir bloß noch ganz schnell hier einem vom Lande einen Partner schnappen. So. Male, Female. Komm, wir machen mal mit einer Frau. Vienna. Das sieht doch gut aus. Ja, fein angezogen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ach komm, ohne Mütze siehst du besser aus. So, wir haben eine Partnerin diesmal. In der zweiten Hälfte unseres Weihnachtsspecials nutzen wir natürlich die Chance und werden hier auf dem Land etwas Streife fahren. Unsere Uniform lassen wir an. Wir haben eine Kollegin,
Ja, und fahren jetzt im Blaine County etwas Streife und schauen mal, was da so passiert. Wow. So. Und er scheint in Nöten zu sein. Bremsen, wir müssen mal rein. Ja, da ist jemand. You piece of shit! So. Du willst unseren Kollegen angreifen? Aber nicht mit uns. So. Der Kollege hat überlebt. Will aber keinen Streifendienst mehr machen, so wie es aussieht. Dann lassen wir mal dein Auto abschleppen. Eieieiei. So. Ne, Feuerlöscher wollte ich nicht haben. So, der Rettungsdienst trifft sie eben ein. Here we go. We can't lose another. Oh, hell, not looking good. Ich krieg sogar noch ein Messer hier. Den legen wir natürlich auch ein. Work with me, damn it. Ja, er hat einige Kugeln abgekriegt. Ist aber selber schuld. Not panicked. Help is arrived. Oh, und er hat es tatsächlich überlebt. So, come on, Hände hoch. Runter auf den Boden, mein Freund. Sie sind festgenommen wegen Angriffs eines Polizeiofficers mit einem Messer. Dispatch spreche für Daniel Jensen. Einen Transport bitte an meine Stelle. Ja, Rettungsdienst, du musst mal kurz warten. So, wir haben nichts Interessantes gefunden. Da hinten kommt schon das Taxi und damit ist der Einsatz auch eigentlich schon beendet. So, hier, den Typen einfach mal mitnehmen. Aber aufpassen, der greift gerne Polizisten an. Halleluja! Was wieder für eine Folge. So! Bisschen Zeit haben wir noch. Hier auf dem schönen Land. Oh, ein defektes Fahrzeug mitten auf dem Flughafen von Blaine County. War natürlich mal ein bisschen blaulich an, dass wir hier gesehen werden. So. Schönen guten Tag, Polizei. Sie wurden, oder Sie haben ein defektes Fahrzeug gemeldet. Bitte kurz stehen bleiben. Dispatch bräuchte mal Informationen zu 490PB391. Auf jeden Fall klingt der nicht mehr gut. Target License Plate 49 Ocean Paul Boy 391 0 1099. Okay, gegen ihn liegt nichts vor. Dann schauen wir mal an, ob wir was machen können. So, Auto ist wieder ganz, sie kann weiterfahren. Schönen Tag noch. Mal ein friedlicher Einsatz hier. Ohne Gewalt. Ist auch mal schön. So. Jetzt wird aber verdächtig langsam hier rum. Eieieiei. So. Wieder eine gute Tat getan. Das ist nicht bei uns. So, wo ist das denn? 1,2 Kilometer entfernt. Robbery. Also ein Überfall. Im Discount Store. Warum auch nicht? So. Ja, dann müssen wir mal ganz schnell hin. Selbst auf dem Land werden Läden überfallen. Die Verbrecher werden es nie lernen. Vorsicht, Dankeschön. So, Vorsicht, Polizei.
Auch einem Bekleidungsgeschäft, alles klar, das haben wir hier. So. Okay, wir sollen nicht näher kommen, sonst tötet er uns beide. Okay, er schießt auf uns. Ein Schuss. Das hat sich dann damit erledigt. So, unser Status ist okay. Ja, Dispatch, bräuchte den einmal Corona, bitte. Das war kurz und bündig, mein Freund. Geldsäcke sind hier, sind damit sichergestellt. So. Entschuldigung. Wir müssen natürlich gucken, ob alles in Ordnung ist. So. Das müssen wir melden. Zack, rüberrutsch wie so eine Kunst. Und damit sind wir am Ende. Mit diesem Einsatz. Enddrücken noch. Ich bitte euch bekannt geben, dass der Einsatz zu Ende ist. Wir sind Code 4. So. Ich hoffe, der Mann hat sich gut erholt davon. Eieieiei. Hier geht's wieder einmal ab. So. Code 3. So. Was ist das denn? On location Bastille to listen to the briefing. Code 3 Einsatz. Dann düsen wir gleich mal rüber. Kilometer. Eieiei. Es wird langsam wieder hell in Los Santos und Blaine County. Wir waren hier gerade am Gefängnis vorbei. So, wo führt uns der Weg hin? So, jetzt hier rum. Bogen machen. Gesamten Blaine County liegt genauso Schnee. Ah. Ich glaube, es ist der Einsatz, wo wir jemanden suchen müssen. Oh, hier hat man reingemusst. Durch das Verschneien fallen die Straßen gar nicht so auf. Oh, Feuerwehr ist vor Ort, Krankenwagen ist vor Ort. So. Dann hören wir uns mal das Briefing an. Okay, männlich wird gesucht. Pajual 23. Schwarze Hose, schwarzes T-Shirt. Okay, ist zwei Tage her, wo man es gehört hat. Bei der Kälte. Oh, weia, das ist sehr gefährlich. Okay, und wir gehen in einer Linie. Okay, und wir sollen rechts von hier laufen. Okay. Dann geht's mal los hier. Wir nehmen wieder einen Schneeball auf. Warum auch immer. Ja, den Einsatz kennen wir ja schon. Den hatten wir ja schon ein, zwei Mal. Bis jetzt war aber jedes Mal der Gesuchte auch tot. Ärgerlich eigentlich. So, da liegt er hinten an der... Also wenn das immer dasselbe Ergebnis ist, liegt er hier hinten links. Hinter dem Bäumen. Wir eilen schon mal natürlich vor. Ja, hier war es nicht, dann war es hier hinten irgendwo. Ich glaube hier hinten ein Gebüsch. Liegt aber auch keiner. Wir müssen den so schnell wie möglich finden. Okay. Person ist tot. Ich würde ja gerne Corona rufen, aber dazu müssen wir erstmal eine Leiche finden. Dann war es doch hier im Gebüsch. Hier liegt auf jeden Fall nicht. So, ach, hier drüben. Jetzt wird es angezeigt. Ja, hier liegt er. Okay, wir haben ihn gefunden. Leider auch wieder tödlich verunglückt. Bestimmt erfroren. So, Dispatch, bräuchte einmal Corona bitte an meine Stelle. Traurig, traurig. So, da hinten kommt die Corona.
Dann ist der Einsatz auch beendet. So. Einmal eintüten bitte. So, und damit ist der Einsatz auch beendet. So, wir gehen zurück zu unserem Streifenwagen. Sonora Freeway. Trevor Phillips wieder einmal. Ist er wieder in der Stadt? Ist er wieder frei? Was heißt in der Stadt? Auf dem Lande. Das schauen wir uns natürlich sofort an. Ja, da hinten fährt er schon. Wir haben ihn schon gesehen in seinem Auto. Okay, Verfolgungsjagd wieder einmal mit Trevor Phillips. Der hat seine Hobbys. Immer dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Wir sind immer noch nicht in der Verfolgung. Jetzt haben wir eine Verfolgung. So, Schüsse sind gefallen. Ich weiß nicht, ob das von denen ist. Okay, der Abschleppwagen fährt sich natürlich. So, Polizei, komm mal raus, Treffer. Runter auf die Knie. Und stopp, 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 stopp. Runter auf die Knie, mein Freund. So, eingekesselt. Die haben keine Chance. So, mein Freund. Ist der erste, den ich verhafte. Langsam reicht's auch mit deinen Spielchen. So. Für Trevor Phillips bitte einen an Transport an meine Stelle. So, die restlichen zwei, genau, zweimal raus, Kollegin. Eieieiei. So, der da hinten ist festgenommen. Und auch der Kollege wird jetzt festgenommen. Eieieiei. So. Und damit ist das eigentlich auch erledigt, der Einsatz. Hier bräuchten wir einen Abschleppwagen hier. Der Totwagen steht leer da. Müssen wir natürlich auch abnehmen. So. Totales Verkehrschaos hier. Und es geht wieder. Man merkt es. Es geht Richtung Ende der Folge. So, wir holen uns mal besser in Übersicht. Blankes Chaos. Wir räumten die Kacke wieder auf. So, wir haben einen neuen Einsatz. Nach dem ganzen Chaos hier. Wo wir Trevors festgenommen haben. Eieieiei. Ja, wir haben eine vermisste Person. Wurde zumindest gemeldet. Haben ja natürlich schon den Suchbereich erreicht. Müssen jetzt hier natürlich alles absuchen. Im Weißen ist das auch ganz einfach. Vor allen Dingen ist es ja nicht gerade klein. Die Gegend, hier steht einer. Da liegt eine Person. Kann man da hinfahren? Come on. Das wird die Person sein, denke ich mal. Die vermisste Person, ich weiß es nicht. Hallo, Sir? Wir rufen erstmal EMS. Attention all units, we have an ambulance call in Sandy Shores. EMS kann der Person helfen. Ich nehme mal an, das ist die vermisste Person. Im Moment ist noch immer noch der Suchbereich auf der Karte zu sehen. So, der Notarzt kommt. Ja, ja, Jungs, ja, ja, und langsam bremsen, es ist glatt. Eieieiei. Ihr habt es auch eilig, um nach Hause zu kommen, um Weihnachten zu feiern. Ja, come on. Don't die on me. Sieht ein bisschen pervers aus. Der Kopf kommt aus dem Arsch heraus. Ja, ja, streng dich an. Oder sollen wir schon? Okay. Es ist zu spät. Einmal Corona, bitte Dispatch an meine Stelle. Wir haben kurz Langeweile. Auch die Kollegin kriegt den Schneeball ab. I'll kill you, you piece of garbage. Naja, nee. Töten wollen wir ja niemanden. So, Jungs. Einmal hier. I am sorry, please. Schickes Foto und dann eintüten, bitte. Jawohl, das war die gesuchte Person. Der Suchkreis ist verschwunden. Damit sind wir auch hier wieder auf Code 4. Und schauen mal, was noch so erwartet. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ach, was für eine Folge. Eieieiei. So,
Wir haben einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet, wie ihr sehen könnt, und ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, unsere Partnerin ist weg. Die macht wahrscheinlich schon Feierabend, die will pünktlich zu Weihnachten zu Hause sein. Ja, wir haben ja einen Checkpoint eingerichtet, wie gesagt, und ziehen ja mal stichprobenartig die Autos raus, um diese mal zu überprüfen. So, und da kommt schon ein Kandidat. Auch nicht. Fahren sie alle verdächtig langsam. Okay, der müssen wahrscheinlich näher sein. Dann nehmen wir halt den hier, der Arsch. Ach, der ist auch noch kaputt. Das ist das richtige Auto. Come on, rüber. What the hell are you doing? Fahren Sie bitte nicht in mein Auto rein. Warum haben wir jetzt hier eigentlich zwei Kreise? Ich weiß es gar nicht. So. Und schon in mein Auto gekracht. Hallo. Der Böllert hier. Die ganzen Holzpfähle weggerungst. Sieht aus wie so ein Riesenbleistift. So, würden Sie jetzt mal bitte anhalten? Das wird teurer Spaß. Nächsten Pfosten umgedüst. Sie sollen bitte hier in die Position, in die Halteposition. Lass es mal machen. Mal sehen, was noch so passiert. Ja, wir anfahren. Genau. Das haben wir heute noch nicht gehabt. Jesus. Das nochmal das Ganze hier. Irgendwann kommt sie wieder zurück. So, haben wir es jetzt? Ist aber irgendwann gut. Komm her. Lady. Jetzt ist auch noch. Yes, come on. Genau sowas erwarten wir hier. Lady. So können sie nicht. Jetzt gibt's sogar Gas. Oh, weia. Na, was willst du jetzt von mir? Ab in den Polizeistreifenwagen. Mal schauen, ob wir den noch kriegen. So. Den Punkt müssen wir dann wegmachen. Erstmal ist wichtig, die Lady einzuholen. Ja, dann wird aus so einer Kontrolle eine Verkehrskontrolle halt. Da vorne fährt sie noch. Glück gehabt. So, schön hinten reingedüst die alle. Jetzt überholt sie auch noch. Hoffentlich war das so der richtige. Ja, fahr einfach los. Oh, das war die richtige. So, Dispatch. Brauche ich mal Informationen zu 41 OML 010. Die ist fällig. Target license plate 41 Ocean Mary Lincoln 010 no 1099. Ja, du hast zu warten. Schönen guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Sie sollten eigentlich vor uns anhalten. Haben sie aber leider nicht gemacht. Die haben eher die ganzen Pfosten weggerungst und so. Sind gegen das Polizeiauto gefahren. Ich hätte gerne mal erstmal, ja, Ihren Ausweis bitte. Führerschein, Fahrzeugpapiere natürlich nicht vergessen. Jay Dixon. Ah, alles klar. Lizenz ist suspended. So, ich würde noch einen Alkoholtest bei Ihnen machen wollen. Come on. Okay, und noch ein Drogentest. Okay, alles negativ, wenigstens etwas, Mrs. Dixon. Ja, Mrs. Dixon, Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie gar keine gültige Fahrerlaubnis haben. Ich würde Sie mal bitte zu bitten, auszusteigen. Ich muss Sie leider erstmal vorläufig festnehmen, alles Weitere wird auf dem Revier geklärt. Außerdem fahren Sie hier mit einem... ja, defekten Fahrzeug herum. Und sie haben, wie gesagt, ja einige Straftaten getan. So, Dispatch, ich bräuchte bitte von Mrs. Dixon ein Transport, bitte. Würden Sie mir bitte folgen? Kommen Sie bitte hier rüber. So. Ihr Auto wird natürlich auch abgeschleppt. So, Dispatch, bräuchte noch einen Abschleppwagen, bitte. Ihr habt's drauf, ich merke das schon. Fucking Fucker! Ja, ihr seht auch, dass die Polizei hier ist.
So. Der Abschleckwarm hat gleich mal das Abbiegen verpasst. Wir fordern noch einen an. Jay Dixon, Mrs. Dixon has been picked up. What the hell? Die hat's aber eilig. Fährt zu seinen eigenen Kollegen um. Sehr schön. So. Wir werden mal das Auto an eine andere Stelle hier fahren. Weil die fahren irgendwie alle hier gerade Tiere. Oh, es brennt, 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 es brennt. Weg, 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 weg. Oh, holy shit. Holy shit. Unser Auto steht in der Nähe. Hier brennt es immer noch. What the fuck? Absperren. Ach du Scheiße. Ja, das könntest du vergessen. Ja, oder so. Weit abriegeln hier. Alter Falter. Das Teil hat sogar bis hier vorgeschleudert. Brauchen natürlich hier Feuerwehr. Ja, über 1 Kilometer oder was? Wir haben ja einen Feuerlöscher, aber das wird glaube ich nichts bringen. Plötzlich brennt hier das Auto. Und wir saßen noch drin. Zum Glück konnten wir gerade noch schnell raus. Oh mein Gott. Was für eine Folge. Plötzlich brennt das Auto und kurze Zeit später explodiert es. So, die Feuerwehr trifft zum Glück ein. Sogar noch nicht mal die Feuerwehr, die wir gerufen haben. Ja, komm Jungs. Na gut, jetzt hat sich's erledigt. Ich habe den Brand schon gelöscht. So, Dispatch, bräuchte bitte einen Transport für ein ausgebranntes Auto. Halleluja, hier geht es ab. So, der ist da drüben irgendwo. Da hinten steht er. Sag ja, nee, du kommst nicht hierher. So, ich versperre hier natürlich gerade alles. Ich merke schon. Einen Moment bitte. Ich fahre schon zur Seite. So. Brauchen jetzt eigentlich bloß noch hier absichern. Ein Glück haben wir das Auto rüber geparkt. So, der Abschleppdienst da hinten weiß auch nicht, was er macht. Der Schlauste ist er nicht. Jetzt fährt er nach Route. Und das kann dauern. Ach ja, wir als Polizisten haben es nicht einfach. Jetzt müssen wir natürlich noch auf den Abschleppwagen warten. Ach, jetzt kommt der, jetzt kommen die gerufenen Einsatzkräfte. Ihr kommt auch alle zu spät mittlerweile. Verletzte gibt's eh nicht. Oh, die Feuerwehr hier. Seit wann kommen die Feuerwehr mit Mercedes-Benz? Das ist ja mal geil. Krasse Scheiße. Ich glaube, das hat sich erledigt, Herr Notarzt. Sie können gehen. Ja, das kannst du laut sagen. So. Oh, die haben mich behandelt. Ist ja immerhin etwas. Sehr schön. Ausgebranntes Auto. Oh, wir haben ein gestohlenes Auto. Das scheint gleich hier drüben zu sein. Oh, Entschuldigung. Dann gießen wir da gleich rüber. Weg mit dem Zaun. Jawohl, das funktioniert wenigstens. Wir können hier abkürzen, wir können hier abkürzen. Ach, jetzt auch Ronny, der hat den Traktor geklaut. Eieiei, ist das ein halber Steig hier. So. Nee, gerade keine Zeit. Wir haben hier gerade... Wir haben hier gerade einen Dieb erwischt. So, Dispatch, bräuchte Informationen zu einem Traktor 62NCY371. Und ich wette mit euch, es kommt gestohlen. War klar. Andrew McDougall. So, schönen guten Tag. Ich hätte gerne mal Ihren Führerschein, Fahrzeugschein und ja, den Besitzerkunde von diesem Fahrzeug. Megan Blue. Naja, der Besitzer sind sie auf jeden Fall schon mal nicht, ne? Ja, wenn ich so eine gültige Fahrerlaubnis hat, die Person. So, einmal bitte aussteigen. Einmal die Hände hoch, bitte. Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen
Diebstahls eines Traktors. So. Alles weiter wird auf der Wache geklärt. So. Einmal einen Transport bitte an meine Stelle. Für Miss Megan Blue. So. Den muss man natürlich auch noch abholen lassen. So. Würden Sie bitte kurz hier rüberkommen? Mrs. Blue, Dankeschön. Sehr schön. Wir warten kurz auf Ihr Taxi. Auf den Transport ins Revier. Da kommt er schon. So, einmal Mrs. Blue bitte einsacken. Dankeschön. So, Traktor wird auch abgeholt. Sehr schön. Damit haben wir diesen Einsatz auch erfolgreich beendet. Du sagst schon, du wolltest mir jetzt hier ins Auto fahren. Eieieiei. So. Restklärt ihr, ne? Sehr schön. 18. We have a petty theft in Sandy Shores. So, und da ist auch schon der nächste Einsatz. Wieder einmal einen Ladendiebstahl. Diesmal habe ich direkt hingeguckt und zugehört. Es ist kein Diebstahl. Ach, guckt an. Wir haben unsere List, unseren Einsatzpunkt noch. Den müssen wir natürlich auch beenden. So. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Herrlich. Fällt immer wieder auf. Ja, wir haben einen Ladendiebstahl. In einer der letzten Folgen habe ich nur Robbery gelesen, dachte damit einen Überfall, aber es war auch nur ein Ladendiebstahl und habe noch SWAT gerufen. Es wurde teuer. Mehr sage ich nicht dazu. So. Okay, bei einem Supermarkt. Okay, der ist hier. Jawohl. Dann stellen wir mal unser Auto hier ab. Und gehen mal in den 24/7 Supermarket. So. Hey Officer, the scumbag is in the bag. Ja. Hello ma'am. Security. Hi. Hi Officer, the scumbag. Achso, das hatten wir ja gerade. Haha. So, Y. What's rolling today, public servant? There's just been an attempted shoplifting incident. Luckily, the suspect got caught while escaping. Stuff like this happens too often nowadays. The trials diesen Wurf von Wert von $60 gestohlen. Okay, jetzt erklärt sich der Ladendieb. Well, officer, what should I say? This plastic security pig should never have catch me. You've gotten away with this many times. I pretty much have no future command. Pigs, the lot of, yeah. Schweine, okay. Ja. Erstmal machen wir eine Personenüberprüfung. So, einmal Ihren Ausweis bitte. Vielleicht sind Sie ja schon mal aufgefallen. Alex Ziens. Oder wie das ausgesprochen wird. Möchten ja hier keinen angreifen. So. Okay, gegen ihn liegt nichts vor. Jetzt tun wir mal zu ihrer eigenen Sicherheit einen Drogen- und Alkoholtest machen. Oh, Cannabis. So, noch ein Alkoholtest. Okay, null, da liegt also nichts vor. Okay, da sie ja erstmal mich und die Security hier als Schweine betitelt haben, kriegen sie schon mal, ja, einen Strafzettel. Ein Bußgeld, was ich Ihnen hiermit ausstelle. Ja. Dafür, dass Sie jetzt gerade, fuck ja gesagt haben. Erstmal gibt es da den zweiten für den Security-Beleidigung. Halten wir alles natürlich schriftlich fest hier. So, laut der Uhr da oben ist es fast, ja, 20 vor 12. Stimmt sogar. Halleluja. Herrlich. Hab schon nie drauf geachtet. Okay. 11.45 Uhr abends. 23.45 Uhr. So. Das dauert natürlich ein bisschen länger, alles aufzuschreiben. Ja, 10 vor 12, genau. 24/7 Supermarket. So, Ladendiebstahl. Person
Beleidigung gegen Police Officer und Security, stimmt das? Jawohl, natürlich. He calls me a pig. So. Und fuck yeah, was, genau. Das muss natürlich alles haargenau aufgeschrieben werden. So. Dann kriegen sie noch eine Warnung von uns. Und dann sind sie natürlich wegen Ladendiebstahls erstmal verhaftet. So. So, einmal bitte folgen. So. Schöne Nachtschicht noch, Miss. Security genauso. So, Dispatch, ich bräuchte noch bitte einen Transport an meine Stelle. Und da es schön kalt ist. So. Und da kommt schon ihr Transport. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, der Ladendiebstahl. Wird ganz schön teuer für sie werden. Aber in der Zelle ist es ja erstmal schön warm. So, die Kollegin weiß nicht, wie sie laufen soll. Einmal eintüten, bitte, danke. So. Und damit sind wir am Ende mit unserem kleinen Weihnachtsspecial zu GTA 5 LSPDFR. Wir haben in der Nacht begonnen und es endet wieder in der Nacht. Ja, einmal in der City aktiv gewesen und dann auf dem Land und wir haben echt viel erlebt. Es war viele harte Sachen dabei. Wir sind ja auch ja, zwei, dreimal draufgegangen sogar. Haben es aber ja jeweils überlebt, haben unseren Dienst weitergemacht und es war wirklich unterhaltsam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie, mit euren Freunden. Schöne Weihnachtstage. Ja, Samstag ist, also morgen ist ja Weihnachten, der zweite Weihnachtsfeiertag. Wird trotzdem, denke ich mal, ein LSPDFR-Folge kommen. Das sollte daran nicht hapern. Dann geht es ja schon langsam auf den Jahreswechsel zu. Also schön immer dranbleiben. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch schöne Weihnachten mit eurer Familie, mit euren Freunden und wer noch alles dazu gehört. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dann.